So, ihr Lieben, da sind wir wieder und ich habe jetzt hier gestartet und wir sind immer noch auf dem Weg nach Prag. Machen wir dann Blinker hier wieder aus hier, das soll ja scheiß. Fahren wir nicht gegen die Steine, Miles? Nein. Es ist so, dass ich ja dann, wenn ich hier die Sendung weitermache, weil ich fahre ja immer, wie ihr wisst, eine Strecke ist das immer so mehrere Folgen. Und die mache ich natürlich nicht in tägliche Unterbrechung, sondern fahre jetzt hier 4, 5, 6 Folgen durch und so weiter und so fort. Und somit muss ich dann meine Stoppuhr dann auch wieder in Gange bringen und muss dann aufs Handy gucken. Und wenn ich dann aufs Handy gucke und dann schon fahre, dann ja, ist das so eine Sache. Ne? Das ist ja auch nicht umsonst verboten, zu telefonieren und zu simsen, wenn man fährt. Ob PKW, LKW, Fahrrad, Go-Kart oder egal was für Fahrzeuge. Es gibt diese Leute, die texten auch unterwegs. Das ist mal lustig, wenn die zu Fuß unterwegs sind. Wo es dann mal so ganz knapp mal passieren kann, dass mal jemand echt so, mal gegen einen Laternenpfahl rennt oder was auch immer. Und dann schmeiße ich mich immer weg vor Lachen, wenn ich sowas sehe. Also entweder ich bin Fußgänger und achte darauf, wo ich hinlatsch. Oder ich gucke auf mein Handy und klatsche mit dem Kopf irgendwo vor. Oh Mann, ey. Ich habe jetzt bei Facebook so einen tollen Spruch gelesen. Irgendjemand hat so den gepostet. Fragt mich jetzt nicht mehr, wer das war. Da ging es, dieser graue Schatten links und rechts vom Handy ist dein reales Leben. Das fand ich also gar nicht so abwegig, weil es manche Leute gibt, die echt den ganzen Tag nur davor hängen und nichts anderes zu tun haben. Soweit zum Thema Handys. Ja, ich war ja heute bei diesen Salafisten auch stehen geblieben, weil wir ja Sonntag haben immer noch. Naja, ich meine so, es ist eine traurige Geschichte so, ne? Ist ja scheiße, was da so gerade abläuft, gerade mit diesen IS-Terroristen. Und meine Meinung ist, dass danach immer noch viel zu wenig getan wird, um diese ganze Geschichte mal Einhalt zu gebieten. Aber andersrum ist die Frage, warum sollen wir uns vom Westen so stark da einmischen? Bringt das was? Bringt's nichts? Ich habe keine Ahnung. Schwierig. Am besten ist dort Grenzen dicht, alles in diese Richtung und fertig ab. Abadam. Meine Güte. Ist aber eine ruhige Strecke hier, ne? Naja, wir sind auch noch nicht in Prag, ne? Wo die ganzen Salafisten-Idioten da sind. Nein, die ganzen Wahnsinnigen. Ja, viele sind mal so 12, 13, die auch hier LKW fahren, die noch keinen LKW-Führerschein, geschweige einen PKW-Führerschein haben. Und das merkst du dann, wie die fahren. Oh. Und wieder ganz tolle Sachen zum Landwirtschaftssimulator. Aber wie gesagt, Landwirtschaftssimulator kommt ja erst noch. Der Landwirtschaftssimulator 2013. Übrigens hat mir die Annabelle geschrieben, dass mein Intro zu laut wäre. Da muss ich sie nochmal fragen. Weil das eigentlich eine festgestellte Lautstärke hat. Da kann ich leider nichts dran ändern. Manchmal das Gefühl, muss man auf der Hupe stehen bleiben. Man wird ja immer gegrüßt. Finde ich auch cool. Oh, guck mal, Prag ist schon ausgeschildert.
Ah, oh, Jürgen! Nicht über die Wiese. Das ist eine enge Kiste da, ne? Jetzt habe ich 1% Schaden. Ich hoffe jetzt nicht am Auflieger. Ich denke, wenn ich eher Pech habe am LKW, okay. War meine Dummheit. So, jetzt müssen wir auch gleich wieder runter. Prag, Dresden. Ha! Ja, schimpfe ich über andere Mietfahrer und selber fahre ich hier so eine Scheiße zusammen. Ja, das ist klar, das geht dann gleich ab und dann schiebt der Auflieger dich nach Timbuktu, ne? Hast du nie gesehen, ey. Ja, kommt da euer Geschossene. Die fahren auch alle ohne Geschwindigkeitsbegrenzer, habe ich das Gefühl. Die verwechseln dann Eurotruck mit einer Formel-1-Strecke. Ich muss weiter geradeaus, ist hinten frei, ja. Kann man so rüberziehen. Ich habe das Gefühl, dass die alle rasen und ich schleiche. Mag vielleicht daran liegen, dass du vielleicht nach Vorschrift fährst. Keine Ahnung. Badam bam 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 badam badam. Guti, ihr Lieben, ich würde sagen, Endspurt machen wir in der nächsten Folge. Oh, ich weiß, ich bin gemein. Ja, trotzdem, ich habe mir gedacht, den Endspurt machen wir in der nächsten Folge und dann sehen wir uns dann spätestens später. Tschüss.